Ich stehe hier auf dem Dach vom Ehinger Krankenhaus und zwar genauer gesagt auf dem H vom Hubschrauberlandeplatz. Und genau hier auf diesem weißen Kreuz wird gleich der Hubschrauber Christoph 22 landen. Wir warten darauf, er hatte gerade noch einen Einsatz, hat gerade getankt und fliegt jetzt hierhin. Und wir hoffen, dass er in wenigen Minuten hier eintrifft, weil es ist schon relativ windig und kalt. Da oben kommt er endlich. Wir haben jetzt schon von Weitem die Rotorengeräusche klappern hören und das ist ein richtiges Knallen, was hier in der Luft ist. Und wir hören, wie er langsam immer näher kommt. Ein gelber Hubschrauber ist es, der sich jetzt gerade ganz langsam anpirscht und versucht, auf dieser runden Plattform zu landen, auf der ich gerade gestanden habe. Wir hören es vielleicht mittlerweile, wird es richtig laut. Man kann sein eigenes Wort so gut wie gar nicht mehr verstehen. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Und jetzt versucht der Hubschrauber genau auf diesem Haar zu landen, auf dem ich gerade gestanden habe. Die Tür vom Hubschrauber ist gerade aufgegangen und wir haben schon die ersten Passagiere aussteigen sehen. Und wir dürfen jetzt auf die Plattform und uns den Hubschrauber mal genauer anschauen. So, wir dürfen uns jetzt den Hubschrauber mal ein bisschen von innen anschauen. Einfach mal näher kommen. Vielleicht erklären Sie uns gerade mal, Herr Rotenhäusler, was wir hier sehen. Also wir gucken vielleicht mal gerade in das Cockpit rein. Wir sehen hier zwei Sitze. Dann habe ich da vorne so wie zwei Joysticks. Das sind ja, das so die Lenker, die Sie haben. Das ist der Stick hier. Auf der anderen Seite haben wir den Pitch. Mit dem machen wir die Steuereingaben. Damit lenken wir sozusagen den Hubschrauber. Wir können nach vorne, links, rechts, auch zurück. Und hier links haben wir den Stick. Das ist mehr oder weniger der Leistungshebel, mit dem wir die Leistung erhöhen oder es erniedrigen, um einfach zu steigen und zu sinken oder dann auch nach vorne oder schneller nach vorne oder langsamer zu fliegen in dem Fall dann. In der Mitte diese acht Uhreninstrumente, das sind so die Triebwerksüberwachungsinstrumente, wo wir unsere Triebwerke überwachen. In der Mitte, das sind eigentlich relativ alles Navigationsinstrumente. Wir haben Funkgeräte mit dabei, wir brauchen Funkgerät für die Rettungsleitstelle, dass wir mit denen funken können oder mit dem Rettungswagen vor Ort oder der Feuerwehr. Dann haben wir ein Funkgerät, wo wir mit Flugplätzen sprechen können, mit Kontrollzonen, wo wir einfach eine Erlaubnis brauchen, bevor wir da reinfliegen dürfen. Dann haben wir noch ein Satellitentelefon dabei. Wir haben noch so eine Art Navigationsgerät, sage ich jetzt mal. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie das vom Auto, wobei wir dann halt Fliegerkarten und so weiter drauf hinterlegt haben, wo wir uns auch so ein bisschen orientieren können, was ist um die Einsatzstelle rum. Sind da irgendwo Flugplätze oder so weiter, kleine Segelflugplätze, weil das ist natürlich für uns wichtig, ob da irgendwie Verkehr oder andere Flugzeuge in der Nähe sein können, wobei wir dann natürlich immer aufpassen müssen. Wenn wir hier reingucken in diesen Hubschrauber, da fällt doch relativ schnell auf, viel Platz ist hier drin nicht, um groß zu werkeln, oder? Es wird während dem Transport auch nicht großartig gearbeitet. Wir versuchen unseren Patienten natürlich so weit zu stabilisieren, dass wir während dem Transport nur Kleinigkeiten machen müssen. Infusionstherapie, Medikamentengabe, das ist ausreichend. Im Notfall geht es natürlich auch in so einem kleinen Arbeitsbereich entsprechend zu arbeiten. Also wir können hier drin auch reanimieren oder weitere invasive Maßnahmen durchführen. Das geht. Man muss sich nur auf das Arbeitsumfeld einlassen. Wie viele Leute sind hier normalerweise immer drin? Gerade hier in dem hinteren Raum. Wir wissen, vorne sind zwei Piloten, hier hinten sind Sie. Dann ist da wahrscheinlich dann noch der Notarzt und der Patient, der gerade geborgen wurde. Normalerweise zu dritt, sprich Patient, Notarzt und Rettungsassistent und im Bedarfsfall, so wie heute, eventuell auch mal zu viert mit Patient, wenn wir einen Auszubildenden mit dabei haben. Ist es für Sie schwierig, hier in so kleinem Raum auch noch in der Luft zu arbeiten? Ich stelle mir das schwierig vor als Arbeitsplatz. Das ist so wie mit jeder Arbeit, man muss entsprechend üben und muss sich entsprechend auf das Umfeld und Equipment einlassen und dann funktioniert das auch.
Für uns war es hier gerade am Boden unheimlich aufregend zu hören, wie so von Weitem ihr Hubschrauber langsam hier näher kam. Und man merkt so richtig, wie das Adrenalin so langsam auch bei uns emporstieg. Ist das bei Ihnen auch noch so? Ist das immer noch so ein gewisser Reiz, da reinzusteigen und loszufliegen? Haben Sie dieses Gefühl der Aufregung noch? Ja, also der Reiz ist immer noch da. Ich sag mal, es ist ja von uns, für uns so eine Sache, das geht von 0 auf 100 los. Da geht der Melder und dann muss man parat sein. Man muss 100% Leistung bringen dann in dem Moment. Da stößt immer noch das Adrenalin aus, wobei das auch wichtig ist, wenn man dadurch natürlich auch die Sinne wieder ein bisschen schärft und man einfach für die Sache dann klar im Kopf ist. Neben mir steht jetzt Dr. Roland Trautwein, Chefarzt vom Klinikum Ehingen. Herr Trautwein, wie wichtig ist es für Sie, dass dieser Hubschrauber, der hinter uns steht, hier in Ehingen jetzt landen kann? Es ist natürlich für die Versorgung der Patienten, die hier bei Unfällen, Berufsunfällen, Verkehrsunfällen zügig bei uns hier angelandet werden. Und für den Patienten selber, für die Versorgung ist natürlich, je schneller er hier ist, je schneller er versorgt werden kann, die Dinge sind dann einfach optimaler.